So, es ist am Anfang immer so tierisch laut hier. Immer so laut und dann. So, hat gerne Geburtstag, ich kann tun und lassen, was ich will. Sehr schön. Wedi. Was gibt es für Wedi? Die ganze Tag wird's. Geil. Was gibt's hier für. Sind gut drauf. Ich werde ein bisschen extra Glück. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich habe auch schon gleich die Bombe. Bei mir sehe ich gerade. Claudi, ich hatte irgendwie Lust, dir einen kleinen Brief zu schreiben. Ich habe so viel Spaß mit den Kühen gestern. Ich verstehe langsam, warum du das Bauernleben gewählt hast. Ich hoffe, ich sehe dich bald. Okay, sie wird auftauen, die Gute. So, wie ging das nochmal hier? So. Nee, ich wollte eigentlich... Nee, ich wollte... Ah, okay. So, wie gesagt, ich habe eine Bombe dabei. Das ist schon mal... Wie war das nochmal hier? Das heißt, ich gehe in die Mine. Das nehme ich mit. Das nehme ich mal zur Sicherheit mit, obwohl ich es wahrscheinlich nicht benötigen werde. Einfach nur in der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwo so... Grünkram ist. Also ja. Grünkram im Sinne von ja so kleine Pflänzchen, die man eben wegsensen kann, damit was Schönes bei rumkommt. Wir haben das 16. Das heißt, ich kann auch jede Menge Zeug anpflanzen. Alles, was mir anpflanze, ist unter. Und da steht gar nicht dabei, wie lange das braucht. Aber das ist ja schlecht. Alles, was wir anpflanzen, ist zumindest mal unter 10 Tage. Und bis zum 28. immer einen Tag weniger rechnen. Allerdings habe ich ja, wie gesagt, den Schnellwachsdünger, oder wie das heißt. Luxusgeschwindwachs, glaube ich, ne? Machen wir, da haben wir es doch. Ha! Gut. Von dem brauche ich aber generell viel. Dann schmeißen wir mal das alles so schön drauf. Und von den Tulpen gibt es halt verschiedene Sorten. Also dann werde ich mal das alles so ein bisschen querfeldein einpflanzen. So. Merken tue ich es mir ja doch nicht durch den Geschwindwachsdünger, wie schnell die jetzt tatsächlich wachsen. Ich könnte es mir ja auf der Wiki nochmal ansehen, aber pff. Jo. Oh, da ist was zugewuchert. Warum? Finde ich nicht gut. Und vor allen Dingen muss ich das dann nachgießen. So, bitte fein. Ist auch noch Zeug. Warte. Bettchen. Immer schön aufpassen mit den Bomben, ne? Nicht aus Versehen irgendwo reinpfeffern, wo es nicht hingehört. Okay, ihr habt nichts mehr zu tun, sehe ich gerade. Das ist aber nicht schlimm. Ich wüsste eh nicht, was von den Dingern lukrativer wäre. Oh, das sieht aber schön aus hier. Das sieht schon ein bisschen nach... Jawohl, nach Bärchen aus. Das ist ja nett. Okay, das ist jetzt ein bisschen ungünstig hingestellt, sehe ich gerade. Ah, ich kann da durchlaufen. Das ist schon mal viel wert. Das ist schon mal gut. Oh, da muss ich jetzt hier aufbauen.
Jetzt nicht aus Versehen was greifen. Was machen wir denn aus dem Bärchen? Kann man da was Gutes draus machen? Oder nur Wein? Okay, ich glaube, da muss ich mal ran hier. So, der Baum scheint zu wachsen, das ist gut. Hätten wir den Wein von dem Zeug? Ich habe zumindest Beeren hier rumliegen. Wein, Wein, Saalbeerenwein, okay. Ja. Probieren wir das einfach mal aus, was mehr wert ist. Habe ich von den Saalbeeren denn genug? Ja, 30, okay, gut. Also von dem habe ich nicht so sonderlich viel. Das Dilemma ist allerdings, ich brauche auch nicht mehr. Ich meine, ich habe hier genug von den Dingern rumstehen. Deswegen habe ich auch so wenig, weil ich sehr viel verbraucht habe. Also, Bäume bräuchte ich mal wieder. Hier habe ich jetzt jede Menge von denen, das ist sehr schön. Aber trotzdem noch ein paar Farmen gehen, wäre auch eine Idee. Ach, guck mal, die Kartoffeln habe ich hier. Die kann man einlegen, ne? Oh, beziehungsweise die Olle steht ja auf Kartoffel, also eigentlich Wodka, aber es wird dann doch Kartoffelsaft draus. Man kann den Kartoffelsaft aber auch nicht in die Reifefässer geben, von daher weiß nicht so wirklich, warum es das dann gibt. Warte mal, ich muss ein bisschen weiter wegparken. Ne? Das hakt manchmal umsonst. Im Pferdchen wird das gar nicht angezeigt. Und? Liegt wieder der Viehkram auf der Straße? Ne. Ne, er geht jetzt über die Straße. Da sind Dinge. 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 Kommt her. Die ist, glaub, neu. Olivia steht ja auf solche goldenen Masken als Geschenk. Und da ich sie noch nicht hatte, habe ich mir das so einigermaßen gemerkt, dass ich sie noch nicht hatte. Da sind aber wenig Winkelwürmchen, ne? Also so sehr wenig. So. Das zum Essen mitnehmen. Das raus, das raus. Einfach mal raus. Dann nehme ich das nochmal rein. Obwohl, das macht nicht unbedingt Sinn. Dann nehmen wir da einen zur Sicherheit mit. Ich habe wieder dieses Schnalzgeräusch im Ohr. Oh, sind wir schon bei 70. Sehr schön. Unnötig Leben verloren.
Oh, shit. Das war jetzt wirklich unnötig. Okay, ich habe ziemlich viel Glück. Das wird hoffentlich dazu führen, dass ich den Ausgang schneller finde. Ebenen, ouch. Ja gut, hier oben habe ich selten. Also kann mich nicht wirklich erinnern, dass ich da oben mal einen Ausgang gefunden habe. Eher hier unten immer.
Okay, so viel dazu. Rechtzeitig gegriffen. Oh je, oh je. Puh. Ich glaube, ich muss das anders regeln. Ich glaube, ich muss das so regeln, dass ich über Tab das mache. Ja, ein Riesenunterschied. Das war ironisch. Ah, ja. Vor allen Dingen, wenn man dann auf den verkehrten Knopf kommt. Auf Caps Lock. Ach, du Schande. Ein bisschen hat es den bestimmt geschnapst, nicht viel. Okay. Das könnte echt ungünstig werden. Nee, das muss ich mir noch geben. Das ist echt ein wundervolles Geräusch, diese ganzen Kisten zu zerdeppern. Raus hier. Das raus. Das raus.
Okay, nehmen wir das noch. Das kann man nicht essen, oder? Oh. Treues Pferd wartet geduldig auf deine Rückkehr. Bleibt ihm auch nichts anderes übrig. Ist vom Spiel so zu, so vorgesehen, ne? So, jetzt habe ich ja so ein bisschen den halben Monat verstreichen lassen. Das könnte ich eigentlich tatsächlich mal gucken nach dem ganzen Beeren, die jetzt so einigermaßen vielleicht nachgewachsen sind. So, wie viel von dem ganzen Kram behalte ich denn? 32? So, 50 wäre eigentlich, ne? So. 50 geht klar. Bei dem sind es dann von mir aus 100. Und dieses hier... nur auch 50. Oder? Nee, das brauche ich eigentlich. Das ist ja der Witz an der Sache. Nee, warte. Ja, komm. Langt. Langt, langt, langt. Ich hätte da eigentlich aber auch genug, ne? Also 32 ist ja schon. Eigentlich schon. Das noch ein, das noch ein. Ja, dann sammle ich lieber hier noch mindestens 50. Das Zeug ist halt begehrt. Begehrt, begehrt. Das sind eigentlich eher so Sommerfrüchte. Okay, die kommen hier rein. Hier kann ich das reinschmeißen. Ach, ich weiß nicht mehr, ob ich irgendwas davon tatsächlich für irgendwann später gebrauchen kann. Für Quests oder so, weiß ich nicht. Prähistorische Rippe. Müssen wir doch eigentlich auch sehen, hier in den Sammlungen und dergleichen. Hier. Habe ich zweimal gefunden. Wenn ich es zweimal gefunden habe, werde ich es wohl auch schon einmal in das Museum gegeben haben. Und das habe ich einmal gefunden. Okay. Das passt schon. Es fehlen angeblich nur noch 3. Oh, hier fehlen jede Menge. Okay, gut. Hat sich erledigt. Wo schmeiße ich denn sowas eigentlich hin? Weiß ich gar nicht. Die ist noch da, das dauert noch. Also, das hatte ich.
So. Allein für die ganzen Materialien brauche ich ja sowieso schon jede Menge von denen, ne? Also zumindest mal die Goldspitzhacke aufwerten, auf jeden Fall, weil damit kann ich viel schneller looten. Waren es fünf, die man braucht? Ich meine ja, aber mir fehlt das Geld. Das heißt, ich muss mal ein bisschen was verscherbeln. Jupp, ist mir spät, ist mir klar. Was verscheue ich denn da am besten? Hier so 91 Brombeerwein. Klingt gut. Oh, Met. Ja, bis ich mein Haus ausgebaut habe und den Keller überhaupt zur Verfügung, das dauert sowieso unfassbar lange. Was ist denn das? Das ist die Salbe. Das ist die Beere, da kriegen wir ja sowieso noch ein bisschen was bei. Das heißt, ich kann die eigentlich ganz verkaufen. Gut. Bin mal gespannt, ob das insgesamt 5000 Eier wert ist. Ich glaube es ja eher nicht, aber... Obwohl, es kostet, glaube ich, sogar 10.000, die jetzt so zu verbessern, oder? Uhahaha. Wir werden sehen, wir werden sehen. Okay, ich glaube, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Das kriegen wir hin. Achso. Alamitz. Ah, hat ja nur Pam Geburtstag. Den kratzt das schon, ne? Also, was wird's morgen für ein Wetter? Sonnig. Sehr glücklich. Das heißt, ich sollte eigentlich Brombeerpastete. Okay. Also dann wäre es vielleicht nicht klug, heute ausgerechnet die Spitzhacke zu verscheuern, beziehungsweise zur Verbesserung abzugeben. Ich muss nicht gießen, das ist schon mal geil. Hallo Claudi, du bist so ein guter Nachbar. Da dachte ich mir, ich sende dir ein wenig Tierfutter, um dich bei deiner Arbeit zu unterstützen. Mach weiter so, Mani. Oh, das ist sehr nett von dir. Obwohl, warte mal, wo habe ich denn den Kram? Habe ich den? Ja. Gut, dann schmeiße ich mal das hier kurz hin. Dann kann ich im Grunde genommen gerade wieder dort hoch dackeln. Ich lasse auch die goldene Maske hier. Ich gehe jetzt nicht extra ins Museum. Ich weiß nicht, wie lange der Reis braucht. Okay, das schmeiße ich alles wieder in den Saatgutmacher.
da ist schon jede Menge kaputt gegangen. Habe ich jetzt tatsächlich die Truhe mitgezogen? Ach, das ist doch ein Spaß. Ich fürchte, ich muss da jeden Tag doch mal gucken gehen hier. Und immer ein Stückerl mehr freilassen, als ich pflanze. Okay, dann schmeiße ich dich mal hier hin. Und dich und dich. Und ich habe jetzt keine Zeit. Wie gesagt, es regnet, da brauche ich mich ja nicht so wirklich da hinten dort rum zu kümmern. Ich hoffe, das wird sich nicht rächen. Und da sind die Beeren. Warte, 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 warte. Weg. Nein. Dann werde ich heute noch mal ein bisschen da durchrauschen. Und morgen werde ich Beeren sammeln gehen, beziehungsweise die Spitzhacke eben abgeben. Das musste ich jetzt tatsächlich noch mitnehmen. Das musste ich ausnutzen, dass wir ganz viel Glück, Glück haben könnten. Also wir im Sinne von moi und meine Lutfinger. Ja, man merkt, dass ich gestern schon da war. Aber die Olle tappt ja nur an einem einzigen Tag mit Emily hier durch, an ihrem Geburtstag. Wenn Emily sie denn besucht und sie tatsächlich mal hier draußen ein bisschen durch die Gegend gehen, ne? Und dann können die ja kein Loot kaputt machen. Also sie kann kein Loot kaputt machen das restliche Jahr über. Nur an dem Tag. So. Das hatte ich vorhin auch ganz dringend nötig. Dann werde ich das auch mitnehmen. Okay, warte mal, das war so. Nehmen wir mal so. Dieses Schnalzen im Hintergrund, das irritiert mich wie die Hölle, ey. Machen wir anders. Das machen wir anders. Und zwar, wenn ich nämlich am Hacken bin, ist es ja viel cleverer, wenn ich sofort auf das drücke und an die Waffe komme.
Ach du Schande. Hier ist ja noch viel los. So gut. Okay, das könnte eng werden. Ach, shit. Das war nicht gut. Das war, da war ich zu lang. Langsam. Da war ich viel zu langsam. Ja, zumindest habe ich jetzt die, der Ausgang entdeckt, von daher. Sehr schön. Oh, das Glück beschert mir viele kritische Treffer, sehe ich gerade. Goodie. Okay, was soll's, raus. Okay. Ach du Schande. Okay, ich verpiss mich. Stell ich es mir zu. Na ja, Haupt, komm. Kommen Sie mal ran hier. Shit, shit, shit.
Aber irgendwo hier schon, naja, mal nicht. Das ist echt scheiße. Das ist wieder so ein Rundlauf. Habe ich zufällig eine Bombe? Ja, habe ich. Okay, hat sich erledigt. Gut. Naja. Warte mal. Erstmal noch gucken, ob ich noch irgendwas abgreifen kann. Du willst aber auch wissen, hä? Das wird echt nicht ruhig. Oh, das ist so einer. So, jetzt aber abheim. Okay. Dafür hätte ich jetzt wirklich eine Bombe gebraucht hier, ne?
Komm, es ist viel zu spät. So, raus, raus, raus. So dunkel. Ich glaube, ich muss hier mal ein paar Laternen aufstellen, ne? Und es pisst. Es pisst. Fädchen. So, das, 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 das. Wir haben aber gar kein Kokoswein, oder? Ach doch. Habe ich, glaube ich, schon mal geguckt und habe mich. Ja. Ein Glück, dass ich ein gutes Gedächtnis habe. 5 Stunden später. Nachdem die Frage gestellt war. So. Und dann machen wir das nochmal so. Ne, hier. So rum. Eigentlich nur wegen der Farbe. Goodie. Dein Fortschritt wurde gespeichert. So, also Pam hat Geburtstag. Die mag Pastinake. Hier sind jede Menge Tulpen. Ich habe, wie gesagt, noch 9 Tage. Pastinake muss ich jetzt nicht unbedingt noch pflanzen. Also eher Tulpe, würde ich sagen. Ich meine, ich könnte zwar auch noch die mit 7 Tage die anderen pflanzen und die würden dann auch runter reduziert, wahrscheinlich auf 6 Tage, ne? Aber bei Tulpe denke ich, dann habe ich noch genügend Zeit, um Pastinaken zu pflanzen. Kommt doch hin, ne? Und vor allen Dingen muss ich dran denken, dass ich hier die Blume noch pflücken muss. Das ist zwar jetzt nicht so wahnsinnig tragisch, weil es nur eine ist, aber auf dem anderen Feld sind es halt mehr. So, Pferdchen. Hilft mir mal, mich ein bisschen schneller hier vorzubewegen. Danke. So, ich wächst schon wieder auf den Reis zu. Gut, gut, gut.
Ich könnte auch mal den Kleinen besuchen, ne? Ich weiß gar nicht, habe ich den hier noch gar nicht besucht? Ich müsste doch, oder? Ach nee, Quatsch, das wollte ich ja in die Saatgutmache reinschmeißen. Ja, doch, lassen wir noch drin. So. My work ethic has nothing in common with my manager's. I'm not sure he even goes home. Der hat keine Hände. So, ich kann ja auch gleich hier anfangen, die Bärchen einzusacken. Was dich an meinen Geburtstag erinnert. Danke. Ich bin beeindruckt. Graue Eichhörnchen. Graue Eichhörnchen. Wir haben ja auch alle Farben durch dann, ne? Schwarz, braun, grau, weiß. Obwohl. Nee. Hat nichts mit der Jahreszeit zu tun. I may need to go get more hardwood from Grumpleton soon. I'm running a bit short. Da kann ich dir jetzt nicht mit dienen mit Hartholz. Die ist natürlich mir jetzt ein bisschen im Weg. Ich hätte jetzt auch mit Victor reden können, ne? Na komm. Oh, for me. This is nice. Also, er steht nicht auf Blümchen. I look forward to it. Thank you. I wonder how I'm gonna get the gold for his commission. Hey, Claudie, you dropped by at a good time. I need to source 30 gold bars for a Project. Was wondering if you were interested, seeing as you're an adventurer and all. For payment, I was thinking I could use one of my new tools to clear any thicket on your farm. That big shed of yours is near natural hot springs. I'd clear a path for you. Macht ihr das dann echt? Hä? Wie? Macht ihr dann irgendwas tatsächlich auf meiner Farm? Great, thanks for the help. You can drop off the gold bars at my Angot shelf in the corner there.
Bars. Ich dachte Gold. Das heißt 30 mal 5. Himmel. Werkzeuge verbessern. Und zwar. Oh, 25 doch, du Schande. Danke, ich fange damit so bald wie möglich an. Sollte ich ein paar Ta sollte in ein paar Tagen fertig sein. Ja, Juri. Nee. 50 Stück. Ich glaube, es geht. Ich glaube, euch Bonats. Wie, keine Bären. Ich habe jetzt extra ein paar Tage gewartet, bis die sich so ein bisschen erholen und Dinge und. Aber anscheinend hätte ich regelmäßig einfach pflücken sollen, um. Vielleicht überschreiben die sich. Das ist natürlich blöd. Ich hatte gehofft, die würden dann so nacheinander immer mehr werden. Ich sehe aber auch gar keine. Das ist, weil ja die Stadt hier neu geordnet wurde, ne? Und dann sind die Büsche, die vorher getragen haben, sind wohl eher so dekomäßig drauf gegangen. Da oben wäre ein Busch gewesen. Ja, gebuscht. Wegen einem Busch mache ich mal jetzt hier nicht. Okay, hier ist gar nichts. My pantry is almost empty. I should do some more gathering today. Wanna come, Claudia? You might find something useful too. That would be nice. Let's go. Good. Any preferences on where to start? Ja, hier. Oh nein. Willst du das? Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Dank dir. Wie ist denn das? Kann ich mit dir zusammen ein bisschen mehr finden oder so? Ist da irgendein Boost? Weiß ich nicht mehr. Ach so, warte mal. Hier ist. Ich sehe es doch im.
Ja, ich glaube, vorhin habe ich immer nur drei gefunden, jetzt finde ich vier. Ich glaube, das ist dieser Boost hier, ne? Was? Fighters can fight with a sword. Und dann. Das andere sehe ich jetzt nicht, was es bringt. Was ist denn das hier? Always seems to smell like chopwood and fall mushrooms. You gain foraging. Okay, sammeln. Ja, irgendwie. Irgendwas ist da. Das haben sie sich ausgedacht, dass der Boost, den man normalerweise durch Essen erhält, dann auch durch die Kompanie, Companion, durch den Begleiter dann auch verbessert wird. Das ist eine super Idee. Ich fand das klasse. Das war auch einer der ersten Mods, die ich mir zugelegt habe. Einfach nur, weil ich in der Mine dann eine Begleitung hatte. Das war erstens mal cool, dass man nicht so allein. Und zweitens hat die dann mitgeholfen zu kämpfen. Haley hatte immer ihren Lockenstab dabei und hat dann damit gekämpft. Das war auch sehr lustig. Und Abigail kam dann auch endlich mal in ihm in die Mine und konnte ein bisschen Abenteurerin spielen. So, hier gibt es keine Bärchen. Es ist schon fast Abend. Nein, es ist schon Abend. Ein Glück, dass ich so angequatscht habe. Ich glaube, das, was ich die ganze Zeit verpasst habe in den Bärenbüschen, das wird jetzt wieder dazu addiert. Ja, laufen. Denken und gleichzeitig reden. Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, der findet das bestimmt nicht so gut, wenn ich hier vor seiner Haustüre das Zeug zusammensammle, aber. Wenn es noch am Busch hängt, ist es mein. You know, you can come by my cabin anytime. I'm always happy to see you. Ja, ist klar. Nee, nothing. Geh mal da weg. Ich will nur. Ich will nicht mit dir reden. Ich will Zeug sammeln. Weiter weg. Danke. Hat die nicht eine bestimmte Uhrzeit, wo sie sagt, sie geht jetzt heim? Sie wird jetzt so spät? Anscheinend nicht. Mein Pferd. Ah, hier unten. Okay, dann sag ich. I had fun with you today, but I have something I need to do now. Okay, no problem, it was fun hanging out. Okay, dann kann ich mich auf mein Pferdchen stürzen. Warte mal. Ich glaube, hier oben waren auch noch Büsche. Ja. Hier sehe ich es nicht gut. Das ist. Okay, eins ist ins Wasser gefallen.
Ich bin froh, wenn ich mal Viecher hab. Dann können die den ganzen Krempel hier mal wegäsen. So viel, viel Zeug. Also 91. Gut, dann kriegst du hier insgesamt mal 100 hin. Warum auch immer. Gefällt mir die Zahl. Machen wir so. Make it so. Gut, dann kannst du dich hier an den Bären verlustieren. Und das Zeug kommt in den Kühlschrank. Und ab ins Betty. Warte, was ist hier? A strange commission. Drop off gold bars, 30 Stück. Ich glaube, es geht. Geht. Und dann mache ich jetzt hier Pause, weil ich dringend wohin muss. Und ich habe nichts verdient, weil ich natürlich nichts in die Verkaufskiste geschmissen habe, ne? Jo.